Ramón Calderón, ehemaliger Präsident von Real Madrid, hat die Gründe des Abdankens von Ex-Trainer Zinedine Zidane im vergangenen Sommer damit begründet, dass sich der Franzose mit Florentino Pérez nicht über die Transfertätigkeiten des Clubs einigen konnte. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Demnach sei vor allem der Abschied von Cristiano Ronaldo ein Hauptgrund für den freiwilligen Abschied des Franzosen gewesen. Zidane bestand darauf, Ronaldo zu behalten und stattdessen Gareth Bale abzugeben, verriet Calderón im Interview mit der spanischen AS. Weil Pérez sich jedoch anders entschied und CR7 zu Juventus Turin ziehen ließ, sei Zidane gegangen. Der heute 46-Jährige vermeldete kurz nach dem dritten Champions-League-Titel in Folge, dass er die Königlichen zur neuen Spielzeit nicht mehr betreuen werde. Kurz darauf wurde dann auch der Wechsel von Ronaldo in die Serie A offiziell gemacht. Calderón, Zidane wollte die Entscheidungskraft haben. Er wollte die Entscheidungskraft haben, wenn es darum ging, Spieler zu verpflichten und zu verkaufen. Da seine Forderungen nicht erhört wurden, ist er gegangen. Und das war richtig so, fuhr Calderón fort. Seit dem Abschied der beiden Schlüsselfiguren vom Top-Club aus der spanischen Hauptstadt ist bei Modric, Kroos und Co. der Wurm drin. Punkt. Zum aktuellen Saisonzeitpunkt fehlen den Königlichen in La Liga bereits 10 Zähler auf Spitzenreiter und Erzrivale FC Barcelona.